Hallo bei Paz Gameplays. Heute zeige ich euch, wie ihr Minecraft Mods installiert. Geht das Beispiel auf Planet Minecraft und sucht euch da irgendwo Mods aus oder geht auf anderen Seiten. Ihr ladet die Mods herunter und speichert sie in einem beliebigen Verzeichnis. Was ihr für die meisten Mods braucht, eigentlich fast für alle, ist der Modloader. Um die Mods zu aktivieren, müsst ihr einmal die Datei öffnen. Ihr braucht natürlich WinRAR. WinRAR verlinke ich euch noch unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr die Windows-Taste drücken und R. Dann müsst ihr %AppData% eingeben. Dann auf Suchen. Dann geht ihr auf Minecraft, auf den Bin-Ordner. Falls ihr ein Black Screen oder sowas kriegt, oder falls Mods nicht laufen, löscht ihr einfach den Bin-Ordner und der wird dann, wenn ihr Minecraft startet, neu installiert. So, ihr geht bei Minecraft ja auf mit WinRAR öffnen. Also öffnen mit WinRAR. So. Dann seht ihr hier die Datei. Ihr könnt... Ja, jetzt bin ich gerade... So. Ich finde die Datei nicht mehr. So, hier. So ne. Irgendwie wird sie gerade nicht. So. Dann kopiert ihr die Datei so, nicht die Doppelpunktdatei, und zieht die Datei hier rein. Das mache ich jetzt nicht, weil ich die Datei schon drin habe. So, und genauso geht das auch mit den Mods. Als Beispiel den X-Ray-Mod macht ihr genauso. Nur lasst halt immer die Doppelpunktdatei weg. So. Das Wichtigste ist aber... Habe ich jetzt geschlossen. Wenn ihr Mods installiert habt, müsst ihr die Meta-Impf-Datei löschen.